Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Minimetro auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir werden mal fortsetzen, mal gucken, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Wir waren hier in New York City, genau, und wollten hier die 1000 Fahrgäste schaffen, beziehungsweise 1600 Fahrgäste mit quadratischen Stationen auf nicht mehr als zwei Linien. Da waren wir zuletzt dran, da müssen wir natürlich dran weiterarbeiten. Wir haben jetzt, machen wir mal eben auf Pause, wir haben jetzt auf der roten Linie quadratische Station und auf der grünen Linie auf die quadratische Station, nämlich hier. Das ist natürlich ein Hindernis, aber okay. Dann verbinden wir das nochmal. Wir haben Woche 6 jetzt. Du hast eine neue Lokomotive für deine Metro erhalten. Sehr schön. Und wir können zwei Brücken bekommen oder einen Umsteigebahnhof. Dann nehme ich doch lieber mal einen Umsteigebahnhof noch dazu. Und nutze die Möglichkeit, eventuell um hier noch einen Bahnhof zu verbessern und zu vergrößern. Jetzt müssten wir, glaube ich, da auf jeden Fall was hinkriegen. Weil hier wird jetzt aktuell relativ knapp. Jetzt wird hier knapp, das heißt hier, der Zug müsste eigentlich nach da fahren. Dann ist das wieder gegessen, sehr schön. Jetzt haben wir nur ein Problem hiermit. Wir haben nur eine Brücke zur Verfügung. Die müssten wir, glaube ich, auch hierfür nutzen. Eine Lok hätten wir noch. Wir haben jetzt zwei Loks auf Rot. Hier, das werden wir auch verbinden. Hier haben wir ein Problem. Das ist geregelt, sehr schön. Wir hätten jetzt auf Grün hier aktuell ein Problem, sehe ich gerade. Da müssen wir natürlich gucken, dass wir was mitnehmen. Hier auf Rot müsste gemacht werden. Das heißt, da die Lok nehmen wir mit und werden hier diese aufsetzen. Jetzt ist hier ein Problem. Haben wir noch eine Lok verfügbar? Da. Machen wir es mal dahin. Noch eine Lok. Noch eine Lok. Ich brauche eine Lok, Leute. Ich krieg die nicht. Pause. Ich kriege hier irgendwie keine Lok. Wir haben hier ein Problem und hier ein dickes Problem. Ich müsste versuchen, die da drauf zu setzen. Wenn das noch klappt, ich hoffe sehr. Woche 7 noch eine Lokomotive und ein Waggon. Ich glaube, wir nehmen lieber den Waggon. So, für die Vierecke, die sind da. Dann mache ich da mal einen Waggon noch mit dran. Alter, Leute. Jetzt wird hier richtig, richtig knapp, Leute. Das heißt, wir müssten auf jeden Fall dann noch einen Waggon dranhängen, damit er so viel wie möglich mitkriegt. Jetzt haben wir hier ein Problem. Ich hoffe, das passt noch zeitlich. Jetzt haben wir hier das Problem. Und Leute. Wir haben hier ziemlich starke Probleme.
oben haben wir jetzt noch ein Problem. Ah, Leute, Leute, Leute. Wie machen wir das? Mann, schade. 1010 Fahrgäste. Das heißt, die eine haben wir auf jeden Fall geschafft, aber wir haben es nicht geschafft, die 1600 Fahrgäste. Zumindest das eine. Zumindest das eine haben wir geschafft. So, versuchen wir nochmal, Leute. Versuchen wir nochmal. Also, wir bauen eine Linie. Das wird jetzt hart, Leute. Das wird richtig, richtig hart. Aber wir versuchen es. Wir versuchen es weiter, ob wir das hinkriegen. Ich hoffe sehr, dass wir das hinkriegen, ne? Mal schauen. Wenn wir das jetzt so machen. So, so und so. Nein, das ist eigentlich Quark. Pass auf, dann machen wir das so. Das machen wir so. Da haben wir nämlich hier immer ein Zeichen nach dem anderen. Also keine zwei Zeichen gleich hintereinander. Ach, toll. Zu früh gefreut. Zu früh gefreut. Können sollen. Kann doch nicht sein, Leute, oder? Was ist nicht geplant? So war es nicht geplant. Sieht doch schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Okay, ist auch noch nicht viel, ne? Okay, da ist ein Bahnhof dazugekommen. Den bedienen wir gerade schon direkt mit. So wie es aussieht. Sehr schön. Eine neue Lokomotive und eine neue Linie oder Waggon? Ich würde sagen, eine neue Linie, oder? Ich würde sagen, neue Linie. Dann haben wir vier Linien, die möglich sind. Wir können nur so und so viele Fahrzeuge auf einer Linie machen. Ich glaube, drei Fahrzeuge, vier Fahrzeuge. Mehr geht nicht. So, passt auf. Das heißt, wir machen jetzt die nächste Linie hier. Und werden hier auch noch das mit bedienen. Damit die Nachfrage, passt auf, nee, machen wir das mit bedienen. Damit die Nachfrage hier gedeckt bleibt. Mit mehreren Linien ein Bahnhof abarbeiten. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Obwohl hier, passt auf, nehmen wir den Bahnhof mit jetzt und den Bahnhof. Dann nehmen wir die nächste Linie und machen hier. Und arbeiten das ab. Ist das klug? Ich weiß jetzt nicht, ob das klug ist oder nicht klug, ne? Weil, ne?
Hier wird jetzt knapp. Das heißt, hier müssten wir auf jeden Fall am besten einen Umsteigebahnhof machen und hier genauso, damit wir das abgearbeitet bekommen. Und auf der roten Linie auf jeden Fall mit Waggon. So, da ist die rote Linie. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das hier irgendwie hinkriegen. Eine Lokomotive und Waggon oder eine neue Linie. Ich würde sagen mit Waggon erstmal, oder? Waggon oder neue Linie? Machen wir neue Linie mal. Machen wir mal neue Linie. Damit wir da auf jeden Fall mehr Möglichkeiten haben. Und wir versuchen nur auf der roten Linie jetzt hier die quadratischen Stationen zu machen. Wenn das klappt, wäre natürlich praktisch. Das sieht gut aus. Okay, dann nimmt gleich die Dreiecke mit. Jetzt haben wir hier natürlich ein Dreieck noch dabei. Das heißt, wir nehmen hier das Dreieck mit und hier das Quadrat wieder. Jetzt haben wir hier natürlich ein Problem. Die Vierecke, die Kreuze müssen nach da, die Vierecke müssen nach da. Und da ist keine Lok in der Nähe. Das heißt, wir setzen hier eine Lok rein, die das erstmal mitnimmt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das nächste Mal einen Waggon. Auf jeden Fall einen Waggon. Die rote Linie braucht definitiv Waggons, damit wir das hier ordentlich schaffen. Weil sonst haben wir hier Probleme. Hier sieht es nämlich nicht gut aus. Es sind hier überall Kreise. Ein Kreis. Er nimmt Vierecke mit, auf jeden Fall. Das ist gut. Sonntag ist schon. Wir haben 230 Leute schon abgeliefert. Das wird knapp, aber hier kommt jetzt gleich wieder eine Lok vorbei. Okay, und ein Waggon. Definitiv Waggon, Leute. Da setzen wir Waggon drauf. Wir setzen noch einen zweiten Zug hier drauf, damit noch einen weiteren mit da drauf, damit das hier auf jeden Fall ordentlich abgedeckt wird. Pass auf, wir haben doch noch eine... Stopp, Pause. Dreiecke. Dreiecke. Der nimmt jetzt Dreiecke mit, okay. Der nimmt Dreiecke mit. Jetzt haben wir da ein Problem. Jetzt bräuchten wir noch eine weitere Lok, um die zu bedienen zu können. Da hier aber so viel zu tun ist und hier eigentlich viel zu tun ist, geht das eigentlich nicht. Alter. Komm, nimm mit. Das ist ja jedes Problem.
Da fährt eine Lok. Dann setzen wir hier noch eine zweite Lok dran. Jetzt müssen die Vierecke da transportieren. Das heißt, wir definitiv hier die Lok mit drauf. Alter, Leute. Jetzt haben wir hier wieder ein Problem. Wir müssen definitiv hier abarbeiten. Eine Lokomotive und Umsteigebahnhof. Dann haben wir da ein Problem weniger. Jetzt müssen wir da machen. Vierecke. Fahr, hier. Komm, fahr. Nein, Leute. Schade. 497 Tage. Mist. Aber die Taktik war eigentlich schon mal nicht schlecht. Na gut, schauen wir in der nächsten Folge weiter. Donnerstag geht's weiter. Mal gucken, wie wir uns dann schlagen. Von daher, Leute, wir sehen uns wieder. Bis dahin, Servus und Tschüss.